So, und damit ein recht herzliches Willkommen wieder bei einer neuen Folge The Evil Within. Jo, in der letzten Folge haben wir ja Yo Jeff befreit aus dem Krankenhaus und haben am Ende hier unsere Stats verbessert. Jetzt reisen wir erstmal wieder zurück zu Joseph, um zu schauen, was uns als nächstes erwartet. Gucken wir doch mal hier rein. Da hinten ist noch Schrotflintenmunition, sehe ich gerade. Die werden wir uns natürlich gönnen. Aber hier sonst nichts. Nope. Oh, hier liegt noch ein Kartenfragment. Kartenfragment Number 9. Nice. So, hier haben wir Joseph, der uns vorhin ab und zu mal den Arsch gerettet hat. Muss man ja auch ganz klar sagen. Und jetzt gehen wir hier mal weiter. Nicole Kidman! What is happening? Kidman! Holt mich aus diesem Ding raus! Warte! Wieder eine Falle! Da! Um einiges repariert. Joseph, jetzt mach aber mal was. Ja, mir geht's gut. Joseph! Du solltest lieber runterkommen. Ja, ach. Warte, ich komme. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass ich lieber runterkommen sollte. So, komm mal her hier. Beeilung! Wollen wir uns kurz die Zähne machen? Thank you! Und einmal bitte. Dankeschön. Und einmal bitte. Dankeschön. Wie viele von den Dingern sind das? Und einmal bitte. Dankeschön. Und einmal bitte. Nein! Verbrennen Sie doch! Schnell mal hier heilen. Hast du Verbandszeug? Ja, hab ich. Hallo! Bist du hier einmal auf die Fresse? Dann werde ich mal hier nieder. Was ist denn jetzt los? Oh nein, jetzt sag mir nicht, dass ich Joseph verloren habe. Ey, Joseph, kannst du auch irgendwas? Also nein, in der letzten Folge war es sehr, sehr hilfreich, aber... Was? Okay, zum Glück haben wir zwischengespeichert. Muss man auch ganz klar sagen. Das war auf jeden Fall wichtig. So, okay, also wir haben jetzt als nächstes die Sequenz mit... Nicole fucking Kidman. Die sich hat da unten einsperren lassen. Jetzt wäre die große Frage der Fragen, gibt es hier noch irgendwas zu entdecken? Nein, gibt es nicht. Hier laden wir jetzt mal nach. Und überspringen jetzt auch kurz die Sequenz, weil wir wissen ja, was passiert. Und ich fand unsere Taktik eigentlich mit dem Abschließen, Hinrennen, Kaputtklatschen gar nicht so verkehrt. Kidman! Rechte Maus ist erhalten, jo. Joseph, bei dir alles gut? Ja, mir geht's gut. Du solltest lieber runterkommen. Warte, ich komme. Nice. Scheiße, beeilung! Da kommen sie! Wait a second. Danke. Wie viele von den Dingern sind? Danke. Danke.
Wo ist Joseph? Joseph! Mein Kleiner, lebst du noch? Oh, da sind noch welche. Komm schon! Danke! Haben wir noch welche? Die haben Dynamit! Schieß doch! Wie ist jetzt, Fuck. Nice! Hatten wir jetzt auch mal mit hier, die wunderschöne Axt, weil die sind ja mal One-Hit. Sebastian, sie sind über uns! Okay. Sie schießen. Komm schon! Okay, 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 okay. Kann ich hier irgendwie die alte... Nee, kann ich nicht. Wichser, Alter. Achtung, die haben Dynamit. Ich muss mal hier hin. Nice. Ja, wie kann ich dir denn helfen? Ich kann da oben nicht hin. War das alles? Da ist noch was in der Nähe. Was denn? Was ist denn noch in der Nähe? Spiel nicht den Helden. Zurück! Okay, hier komme ich nicht durch. Ich muss doch hier irgendwie Kidman helfen. Oh, wait a second. Kurz die Waffe zu holen. Danke. Okay. Ja, hier. Fetti. Nein! Hier mich heilen. Munition alle. Au! Was abbekommen? Kann nicht mehr. Ja, ja, ich bin ja schon da. Ich bin ja schon da. Ich bin ja schon da, um dir zu helfen, mein Freund. Achtung, wir haben Dynamit. Sagst du mir es jetzt? Wow! Ist ja noch einer! Leck mich from the other side! Was ist denn da jetzt passiert? Ich muss doch jetzt hier irgendwie... Wie muss ich doch jetzt da hinkommen? Sebastian, sie sind über uns. Ja, ja, sie sind über uns. Ist ja toll. Deckung, sie schießen. Wow. Okay, wait a second, we need some of these. Sehr gut. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ich versuche immer noch krampfhaft, falls ihr euch jetzt wundert, was ich jetzt hier die ganze Zeit mache. Ich versuche gerade krampfhaft, Nicole Kidman noch zu befreien.
Ja, es scheitert aber irgendwie an dem Versuch, habe ich das Gefühl. Weil ich habe keine Ahnung, wo hier... Genau, also hier war ich schon, weil ich wollte eigentlich dahin. Komme ich aber nicht ohne Schlüssel. Und ich habe keine Ausdauer. Der Typ, ey, schlimmer als ich, wenn ich, weiß ich nicht, vom Sport raufe oder so. Okay, wenn er mit ihm hier noch die ganze Zeit beschäftigt ist, könnte ich ja mal gucken. Achtung, die haben Dynamit. Ja, sie haben Dynamit. Wie ich am dümmsten da hochkomme. Wie könnte ich mir helfen? War das alles? Da ist noch was in der Nähe. Nope. So überspringen kann ich nicht. Spiel nicht den Helden. Zurück! Ich spiele nicht den Helden. Na? Und weil es ihr seid, einfach nochmal. So, jetzt kurz hier nochmal. Klatsch! Klatsch! Ich auch nochmal. Klatsch dich auch nochmal. Achtung, die haben Dynamit. Was ist denn euer Begehr, Alter? Ich will hier doch nur rein. Ich möchte doch nur. Ja! Auf ein neues. So oft wie ich hier sterbe. Ich weiß auch gar nicht, was ich zu machen habe, alles. Also, es ist ja so viel zu tun. Dann ist ja schon traurig, aber wahr. Sebastian, Sie sind über uns. Ja, Sie sind über uns. Deckung. Ja, ich will jetzt nicht. Ja, Sie schießen. Kann auch mal einer herkommen und hier hinschießen? Hast du jetzt allen Ernstes dich geduckt? Hallo! Und auf Wiedersehen. So. Wo? So, komm mal her hier. Du fängst jetzt erstmal. 1, 2. Oh, du auch? Auf Wiedergesehen? Achtung, die haben Dynamit. Ich auch. Geht ganz schnell. War das alles? Da ist noch was in der Nähe. Ja, und was? Es kommen noch mehr. So,
Und wo kommen noch welche? Achtung, die haben Dynamit. Ja, kein Problem hier. Oh. Das ist vielleicht so. Mittlerweile ein kleines Problem. Oder? Leck mich am Arsch, du Alter. Ist jetzt aber auch. Ach was? Versucht die ganze Zeit Kid mir zu helfen. Das war knapp. Das solltest du dir mal ansehen. Ja, was denn? Alter, am liebsten würde ich dir ja wirklich jetzt mal in den Kopf schießen. Ich krieg das nicht auf. Es muss noch ein Bedienfeld geben. Die Zeit läuft ab. Da oben. Wohin gehen die Kabel? Ich gehe. Was soll ich tun? So, die Kabel gehen hier rein. Das habe ich vorhin schon gesehen. Ach, jetzt ist die Tür offen. Oh oh. Oh oh. Der tat weh. Der tat richtig weh. Wir müssen weiter. Muss noch ein Bedienfeld. Ja. Ich versuche mich ja überhaupt nicht hektisch jetzt von dir hier leiten zu lassen. Mann! Es muss noch ein Bedienfeld geben. Ja, das was hat jetzt? Dieselben Drehscheiben, oder? Ja. Eine obere, eine untere. Stell die obere auf 22 und die untere auf 5. Die untere auf 5. Okay. Noch normal irgendwie mal wieder zugehen? So, warte mal. Hier gleich noch eine Ladung geben. Man weiß ja nie. Also ich sehe zumindest, Joseph geht es auf jeden Fall noch anscheinend gut. So, wir gucken jetzt mal. Keine Munition mehr. Wir gucken jetzt trotzdem mal nochmal hier unten. Weil ich fand das jetzt gerade sehr interessant. So, wir haben zumindest schon mal einen Schlüssel. Ich fand es sehr interessant, dass hier so viele Sachen waren. Ach, das geht auch ohne Munition. Ah. Muss erstmal einer wissen. Dass ich die mittlerweile einfach so, ja, sagen wir mal, aufschlagen kann. So, das war aber noch nicht alles. Wir gehen jetzt erstmal, genau, noch looten. Weil, muss ja jetzt nicht heißen, dass wir jetzt auch wirklich alles wirklich auch gesehen haben. Nämlich nicht. Nämlich erstmal noch ein bisschen. Erstmal noch ein bisschen Loot abholen. Wie zum Beispiel hier. Ja, sowas. Ist immer Gold wert. So, jetzt haben wir hier Joseph und Nicole Kidman da unten verloren. Da werden wir gleich nachher gucken, ob wir sie gleich eventuell wiederfinden.
oder ob sie auf ewig verschollen bleiben. Also was wir natürlich ordentlich jetzt verbraten haben, sind sowas wie Streichhölzer. Aber ich fand unsere Taktik gar nicht so verkehrt, die Viecher zu legen und um sie dann, nachdem wir sie gelegt haben, um sie dann zu verbrennen. Das fand ich eigentlich eine sehr gute Taktik. Und... genau, wir springen einfach hier runter. Als sei es... Wo sind die hin? Nichts. Vor allen Dingen, ich überlege, wie hoch das hier ist. Und wo sind wir jetzt schon wieder zum Teufel? Ja, genau. Leertaste. Oh ja. So ein brennendes Ding ist gar nicht so verkehrt. Nummer 1. Hö! Nee. Klatsch! 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 Und dich verbrennen wir vorsichtshalber. Man weiß ja nie. Ihr scheint ja hier die sonst was für Killer-Monster zu sein, Freunde. Oh, hier gibt's noch weiter. Hier gibt's. Ja! Da gucken wir nicht hin. Da... ne. Da wollen wir gar nicht hinschauen. Das ist alles nicht unsers. Ich bin ganz... Joseph! Da waren Schüsse. Joseph! Bin ganz froh drüber, dass ich... oh. Ja, und ja, was ist denn hier schon wieder Phase? Kidman, wo bist du? Ja, nicht hier, anscheinend. Zumindest sieht es erstmal so aus. Da liegt noch ein bisschen grünes Geglibber. Ich wollte schon eben mal hier drin rumdiddeln. Jetzt kann ich nicht zurück? Ja, doch, oder? Ja, easy, oder? Ja. Was war da? Kontrollpunkt. Warum? Warum vor allen Dingen ihre Hände? Ah, haben die irgendwie Jesus nachgemacht? Jesus! Lass mich hier raus. Bei den Spinnern will ich nicht bleiben. Halt durch! Warum geht denn jetzt hier die Musik so ab? Sebastian! Alles okay bei euch? Diesen Namen schon höre, ey. Nur ein paar Kratzer, uns geht's gut. Sebastian! Ja. Okay.
So. Gibt's hier noch weiter was? Hey, Kidman! Hey! Wenn du nicht gekommen wärst. Ja. Dann wäre die dir völlig alleine gewesen. Ja, was mit dir? Ist ja jetzt hier schon wieder ein Rätsel gewesen, oder was? Hallo? Okay. Wir werden. Nee, wir werden nicht. Wir werden. Ich habe gerade überlegt, ob ich die Folge, warte, ich kann nicht mehr tragen. Ist ja wohl nicht richtig. Ich hatte gerade kurz überlegt, ob ich die Folge hier beende. Aber wir werden erstmal noch gucken, dass wir hier die Rätsel lösen. Hoffentlich wir können lösen der Rätsel gut. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, was muss ich hier machen. So, mit Nicole sprechen wir es zumindest schon mal nicht. Mit Joseph? Kann ich mit Joseph hintergehen? Joseph? Die Tür ist von der anderen Seite aus verschlossen. Sebastian, vielleicht können wir sie anheben, sodass Kidman durchpasst und sie dann von drüben öffnet. Wir zählen auf dich. Alles klar. Klar. Weiter jetzt. Klar, easy. Easy angehoben. Easy. Gehen wir. Hello, Kidman. So. Da haben wir hier mal den Part durch. Und warum laufe ich so langsam? Gott sei Dank, ihr seid okay. Es ist komisch. Warum würden die dich fangen und nicht töten wollen? Vielleicht sieht er mich nicht als Bedrohung. Ja. Aha. Noch eine dieser Türen. Okay. Warum sind hier über Hände abdrücken? Warum? Vor allen Dingen. Hau! Ja, nee, ist klar. Dann machen Sie hier die Tür auf. Ich möchte gerne hier rein. Ich möchte gerne das da nehmen. Hochzeitseinladung. Detektiv Sebastian Castellanos und Detektiv Myra Hansen würden sich sehr über deine Anwesenheit bei ihrer Hochzeit am Samstag, dem 17. September 2005 Uhr 12.30 Uhr im The Veranda Hotel im Crimson City freuen. Im Anschluss gibt es einen Empfang. Geil, ich habe geheiratet. Also, der Castellanos hat geheiratet die Myra Hansen am 17. September 2005. Nice to know. Nice to know. Okay. Also, wir sind jetzt natürlich jetzt wieder hier angekommen. Wir werden... Sebastian? Haben Sie etwas vergessen? Diese Krankenschwester ist der Horror. Wir werden uns jetzt erstmal nochmal hier die Zeitung anschauen. Gemeindemitglied gefunden. Vermisstes Gemeindemitglied in Nervenklinik gefunden. Unfassbare Anschuldigung. Gemeindemitglied Fernando Cabrera war 8 Jahre lang verschollen und wurde jetzt in der Bacon Nervenklinik gefunden. Er behauptet, die Gemeinde sei eine Art Kult gewesen. Okay. Und wir haben ein neues Missing. Fernando, vermisst Fernando Cabrera, ein Psychiatriepatient, der aus der Bacon Nervenklinik geflohen ist. Er ist krank und muss rund um die Uhr betreut werden. Der sagt mir jetzt noch gar nichts. Ja, nichts.
So, wir gehen jetzt erstmal nochmal kurz gucken. Ich bin der Meinung, hatten wir vorhin nochmal einen Schlüssel gefunden? Also wir hatten vorhin den einen Schlüssel mit der Ratte gefunden. Oh, wir haben noch einen Schlüssel. Na, da können wir doch hier die dritte Reihe mal aufmachen. Oh, da gibt es nochmal ein bisschen Kunker. Hier schöne Dingensbummens. Und damit werden wir jetzt noch als letzte Instanz in der heutigen Folge werden wir unsere Fähigkeiten nochmal aufmöppeln. Und dann soll es das für heute gewesen sein. In den Fähigkeiten werden wir jetzt... Oh, was machen wir jetzt eigentlich als nächstes in den Fähigkeiten? Komm, wir machen jetzt mal Nahkampfschaden. Spritzenwirkung. Ja, Spritzenwirkung. Danach machen wir nochmal einen Nahkampfschaden. 150%. Und das war's. Genau, das war's. Mehr machen wir nicht. Den Rest behalten wir wieder drinnen für die nächste Instanz. So. Und wir werden jetzt hier speichern und die Folge hiermit auch beenden. Ich hoffe, ihr hattet mal wieder Spaß, heute wieder dabei zu sein und zuzuschauen. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, eine neue Folge mit The Evil Within. Und bis dahin sage ich erstmal reingehauen. Find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing I can do. This world doesn't spin. It just turns itself. Yeah.